So Leute, herzlich willkommen zu dem lang ersehnten Review bei mir am Kanal, Freunde. Heute stelle ich euch das Omen X bei HP High-End Gaming Desktop. Ich bin schon richtig gespannt, denn normalerweise habe ich ja nur Laptops zu Hause und ich benutze auch sehr, sehr gerne Laptops. Aber dieser High-End Desktop-PC sieht schon komplett anders aus wie die normalen Tower und deswegen finde ich ihn so cool. Und ich würde sagen, bevor ich hier so lange laber, hole ich den mal rein, denn es gibt viel auszupacken. Und nicht vergessen, Freunde, am Ende dieses Videos gibt es für einige von euch was zu gewinnen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Ihr könnt aber gerne schon in den Kommentaren mit Hashtag TutuXmas in die Kommentare. Ihr müsst euch natürlich nur entscheiden, was ihr nachher haben wollt, aber das sage ich euch nur am Ende. Ich wünsche euch auf jeden Fall dabei schon mal viel Glück und ich würde sagen, holen wir mal das ganze Geschraffel rein. Boah, das ist einmal unter. Das ist einmal das Desktop-PC. Wie ihr seht, sieht es schon ganz anders aus wie ein anderer Tower. Das sieht aus wie ein Kubus, Freunde. Richtig geil. So, und das andere, worauf ich mich extrem freue, das hatte ich noch nie, ein Curved-Monitor, Freunde. So, und einmal. Da ist der, Freunde. Das ist ein Curved-Monitor. 35 Zoll. Mega geil. Ich habe noch nie einen Curved-Monitor. Ich weiß gar nicht, mit was ich als erstes anfangen soll. Ich würde sagen, wir fangen mal mit... Ups. Das war nicht extra, Freunde. Ich würde sagen, wir packen als erstes das Desktop-Ding aus. Kommt mal ein bisschen näher, Freunde. Ihr wollt da sicherlich mehr sehen, oder? Ich habe noch nie einen vergleichbaren Desktop-PC gesehen wie das hier. Deswegen bin ich so gespannt. Hier auf dem Karton steht sogar erklärt, wie man das am besten aufmacht. Das ist eine besondere Verpackung, Freunde. Man muss das hier an der Seite hier entfernen. Ne? Okay, dann habt ihr so das Plastikding in der Hand. Und dasselbe macht ihr auf der anderen Seite auch. Okay, so, was haben wir einmal in der Kiste? Wir haben hier einmal eine Kurzanleitung zu dem Desktop-PC. Alles klar. Coole Kiste. Wir haben hier einmal ein Stromkabel. Dann haben wir hier Schräubchen. Alter, ist das schwer. Oh Gott. Oh Gott. Boah, ist das schwer. Wie viel wiegt das Ding denn? Das hier. So, 3, 2, 1 und boom. Boah, ich sehe das zum ersten Mal. Richtig cool. Findet ihr das nicht cool? Okay, das müsst ihr euch mal angucken. So, so, wir haben hier ohne Ende USB, wir haben HDMI, wir haben einen optischen Zugang, wir haben hier Ethernet. Wir haben hier die beiden Grafikkarten. Insgesamt sind es 2 Grafikkarten, die wir hier drin haben. Wir haben hier einen Eject-Knopf, was auch immer das sein soll. Eject und hier noch ein Side-Panel-Access. Okay, das heißt, hier kannst du es aufmachen. Die Schraube muss man vorher lösen. Was haben wir auf dieser Seite? Wir haben hier wieder 2 USB. Wir haben hier USB-C zweimal. Ein SD-Karten-Slot. Wir haben Mikrofoneingang und Kopfhörereingang. Und wir haben hier den Startknopf. Und das hier, Quad Start Bay Access. Okay. Unlock. Wow, wow. Das sind krass. Die Festplatten kann man rausholen. Was haben wir hier drin? Eine Seagate Desktop HDD. Okay, hier ist keiner drin. Das heißt, man kann das Ganze noch aufrüsten. Hier ist auch keine drin. Wie ihr seht, kann man das Ganze sehr leicht aufrüsten, was ziemlich cool ist. Ihr habt noch Zugang für insgesamt drei Festplatten. Hammermäßig. Sonst sehe ich hier keine Anschlüsse mehr an unserem wunderbaren PC. So sieht's aus. Hier vorne haben wir noch den Stromanschluss. Also das Ding ist wirklich einzigartig. Ich habe selten so ein tolles Gehäuse gesehen wie bei dem Omen X. Gefällt mir extrem gut. Und ich weiß, dass das Ding beleuchtet ist. Das heißt, wenn ich es gleich noch anmache, sieht das noch richtig geil aus. Ich bin schon sehr gespannt auf die Wasserkühlung und das Kabelmanagement. Und ich wette, das ist richtig geil gemacht da drin. Vielleicht kriegen wir es nachher auf. Aber gucken wir mal, denn wir haben noch einige Pakete auf. Ich habe noch nie mit einem Curve-Monitor gearbeitet. Ich bin mal gespannt, ob ich nachher nicht so schiele. Ich bin mal gespannt. So, öffnen wir mal das Ganze. Da ist mein Messer. Okay. Wow. Was ist alles hier drin? Okay, wir haben hier ohne Ende CDs, Klolektüre, hier ebenfalls auch. Ist das eine Kurzanleitung? So soll man das Display nicht packen, lieber von unten anpacken, okay. Wir haben ein HDMI zu, keine Ahnung, Kabel, was soll das sein? Ein HDMI zu ein SS-Kabel? Das habe ich noch nie, das habe ich noch nie gesehen. Ich schwöre es euch, ich habe es noch nie gesehen. Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren beantworten, wofür dieser Stecker ist. Ich habe keine Ahnung. HDMI-Kabel, ist klar. Dann haben wir hier ein Netzteil. Boah, die Dinger werden auch immer größer, ne? Die werden immer größer. Was haben wir drunter? Hier ist nochmal Stromkabel. Und schon haben wir eigentlich das Riesending vor uns. Alter Schwede. So. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Puh! Das ist ja ein mega Monitor. Das nimmt ja die Hälfte des Platzes meines Tisches hier ein. Hier ist noch ein Schutz. Und dann könnt ihr den hoch. Und runter sliden lassen. Das heißt, ihr könnt das auf eure Bedürfnisse anpassen, wenn ihr möchtet. So, ich stelle mich mal kurz zur Seite.
bevor ihr ihn einschalten. Also so wie es aussieht, ist das hier eine Wandhalterung. Das heißt, ihr könnt das noch an die Wand anbringen und dann den Monitor einfach dran. Ich denke mal, dafür ist es da. Eigentlich könnte ich es direkt hier an meine Wand anbringen. So, mal gucken, ob ich das mache. Aber eigentlich habe ich schon gerne die Option, dass ich das hoch und runter machen kann. So, für ein richtiger Gamer gehört noch einiges mehr dazu. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen, mit einer Tastatur. So, wir haben hier einmal den Omen Keyboard 1100. Das ist eine mechanische Tastatur. Ich bin mal gespannt, ob der nicht zu laut ist für mich. Aber das werden wir noch sehen. Ich mache das mal auf. Mir gefällt auf jeden Fall das hier. Ich mag nicht, wenn Tastaturen so laut sind. Wie ist das eigentlich beim Streamen? Hört man das auf volle Pulle? Das ist voll laut, ne? Und was mir nicht so gefällt, ist tatsächlich hier die Enter-Taste. Die hätte man ruhig ein bisschen, ja, wie sagt man, ein bisschen größer sein können, ne? Ich glaube, wenn ich schreibe, werde ich mich ein paar Mal vertippen, aber ist egal. Hört ihr mich eigentlich noch, wenn ich rede? Oder ist das ein bisschen laut? Ich weiß nicht warum, aber Gamer, glaube ich, mögen so mechanische Tastaturen, ne? Also die sind auf jeden Fall krass. Also ich weiß, das ist gewollt, dieses laute Tastendruck. Aber die Tastatur an sich sieht sehr cool aus. Besonders diese rote Taste fürs Gaming sieht auf jeden Fall sehr cool. Gefällt mir. Kann man auf jeden Fall benutzen. Die Lautstärke ist für mich ein bisschen zu viel, aber das wird sich dann noch zeigen. Ach, übrigens, diese Tastatur kann man natürlich auch ganz individuell einstellen über Software. Jetzt kommt als nächstes zu der Tastatur. Genau, die Maus. Eine der wichtigsten Komponenten am PC. Oh, das kann man hier aufklappen. Machen wir mal auf. Wow, boah, da sieht man schon die Maus. Das ist übrigens die Omen Maus 600. Okay, holen wir mal raus. So sieht die Maus aus. Man kann die Tasten natürlich individuell gestalten, wie man möchte. Hier vorne kann man auch das Ganze... Oh, no, oh nein, oh nein, oh nein, warum fallen die ab? Gewichte, zusätzliche Gewichte anbringen, wenn ihr wollt. Es sind insgesamt 3 Stück, aber ihr habt noch Platz für 2 weitere. So sieht das da drin aus. Die Maus ist ebenfalls beleuchtet, was denn sonst? Und alles wird nachher sehr schön rot leuchten. Wir haben hier an der Seite 2 Knöpfe für den Daumen. Wir haben hier ein Mausrad, den kann man auch runterklicken, ganz normal. Ihr kennt das sicherlich. Und hier haben wir einmal die DPI-Anzahl, kann man von 800 bis 1200 DPI einstellen. So, sehr schön. Was machen wir als nächstes? Fürs Gaming-Erlebnis braucht man natürlich ein extrem breites Mauspad. Wir haben hier einmal den Omen Mousepad 300. Der ist extra breit für Gamer. Oh, wieder raus. Mach mal gespannt, wie lang. Oh shit, was ist da runtergefallen? Yeah, das ist fett. Angeblich hält dieses Mousepad 250 Kilometer Mausbewegungen stand. Das werden wir mal kurz ausprobieren. Okay. Machen wir doch nicht. Das ist mir zu anstrengend. So, und hier, last but not least, haben wir hier den Headset Omen 800. Und ja, machen wir den mal auf. Wichtig ist beim Headset der Tragekomfort und natürlich der Sound. Ihr dürft es als erstes sehen. Und wie ist es? Gut? Yeah. Oh, oh, oh. Boah, guckt euch diese Polster an, Freunde. Das ist ja fett. Mikrofon kann man hier rausziehen. Könnt ihr knicken, so wie ihr es möchtet. Bügel brauchst du nicht einstellen, das passt sich automatisch eure Kopfform an. Denn es hat hier so an der Seite so eine Art, ja, Gummi. Ist nicht richtig Gummi, aber es ist flexibel halt für den Kopf. So, ich leg die einmal an. Aber ich sagen kann, es dichtet auf jeden Fall sehr gut ab. Gefällt mir, dass ich das nicht einstellen muss. Je nach Lager, wenn ihr zum Beispiel jetzt unterwegs seid und habt ihr die Cappy drauf, ne? Dann habt ihr natürlich wieder mehr Abstand und dann passt sich das automatisch an. Was mega geil ist, dann zieht ihr die Cappy ab. Dann müsst ihr es nicht einstellen, einfach drauf und zack, ihr könnt direkt loslegen. Wie oft nimmt man ein Headset ab und runter? Ihr habt ja einmal eine Klinke, aber ihr könnt das Ganze auch einzeln einstellen. Mit diesem Anschluss kommt ihr auf jeden Fall in fast jedes Gerät mit rein, wenn ihr so einen Adapter habt. Und das Schöne ist ja, ihr habt hier noch einen kleinen Bedienungs- ja, Apparat. Wie könnt ihr das natürlich ausschalten? Wir haben hier lauter und leiser. Ich würde sagen, ich schließe das Ganze an und dann sehen wir uns in ein paar Sekunden wieder. Für euch ein paar Sekunden, für mich einige Minuten, bis das Ganze angeschlossen ist. Und dann schalten wir zum ersten Mal den Desktop-PC an. Ich bin schon sehr gespannt. Los geht's. So, Freunde, mittlerweile habe ich alles aufgebaut. Genauso will ich ab jetzt immer zocken. Das ist ja ein Curved-Display, deswegen kann ich das sehen. Kein Problem. So, jetzt machen wir mal das Ding an. Ich bin mal gespannt, wie laut das Ding ist. Und vor allen Dingen, wie schön es leuchtet, das Ganze. Achtung. Oh, Monitor muss ich auch noch einschalten. Wow. Ist echt leise, Freunde. Ich mach mal Licht aus. Wow, das leuchtet aber ganz schön. Das sieht echt cool aus. Ich drehe mal ein bisschen zur Seite da. Wow, cool. Schön rot. Die Tastatur leuchtet ebenfalls. Man sieht es besser so von der Seite. Und die Maus leuchtet ebenfalls rot. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. So, Konto für diesen PC. Benutzername Tuto Studio. So, und während ich hier das Ganze hier einrichte, erzähle ich noch euch ein bisschen noch zu diesem wunderschönen PC hier. Wir haben hier ein i7-7700K, 32 GB RAM, 512 SSD und 3 TB
Festplatte, also das sollte eigentlich genügen, 3 Terabyte Festplatte, selbst wie 4K, obwohl bei 4K ist es nicht so viel, ne? 4K frisst schon ziemlich, aber ich drehe noch nicht in 4K, vielleicht sollte ich irgendwann mal umswitchen, vielleicht schafft das Baby das hier locker zu rendern in 0,1. Ich würde gerne noch einen Blick rein riskieren, um zu sehen, wie sieht der eigentlich von innen aus, das wäre echt spannend. Oh, so sieht's aus, Freunde, jetzt geht's los, es geht gleich los, los geht es. Perfekte Einstellung, wenn man hier sehen kann, der Curved Display hilft mir wieder dazu, habe ich euch schon mal gesagt. Hier mal erstmal tutoshop.de, mal gucken, ob es funktioniert. Oh, herrlich. Da könnt ihr richtig gucken, wie die Seite aussieht. Boah, ist das ein Display. Ich kann es immer nicht fassen. Ihr seht ihn nicht mal so. So breit ist der, Freunde. So breit ist der. Komm, ich ziehe den mal richtig lang, damit ihr sehen könnt, wie wirklich breit der ist, Freunde. So ist es besser. So, jetzt wollen wir mal bei meinem Tutu hier was einkaufen, oder? Was sollen wir heute kaufen? Kaufen wir ein Popsocket. Ich muss schon sagen, ich bin echt begeistert von diesem Gaming-Laptop. Der schafft tatsächlich, meine Tutu-Shop-Seite aufzumachen. Das ist gar nicht mal so einfach. Das ist eine anspruchsvolle Seite, Freunde. Das schafft nicht jeder drauf. Ihr könnt es mal selber mal versuchen auf eurem Smartphone. Das wird sehr, sehr schwierig, auf diese Seite drauf zu kommen. Versuch's einfach mal. Gebt einfach meine Adressleiste tutushop.de. Da werden wir es mal sehen. So, wie sieht eigentlich ein YouTube-Video hier oben drauf aus? YouTube.de. Boah, wie das aussieht, ey. Krass, da habe ich mein Kanal noch nie gesehen. Ah, ich muss schon zugeben, das sieht schon nice aus. Ich muss mal nochmal genauer von vorne angucken. Krass. Ich habe zurzeit noch keine Spiele installiert und so weiter und so fort, aber das können wir dann alles im Livestream besprechen, denn ich will versuchen, ab und zu mal einen Livestream zu machen. Dafür ist das Setup hier gedacht. Damit will ich versuchen, öfters zu streamen, vielleicht noch nicht Weihnachten rum, aber ich denke mal im Januar oder so rum, werden wir dann ein bisschen dazu streamen. Und dann werden wir immer mal wieder gucken, wie er sich macht bei verschiedenen Spielen, bei verschiedenen Anwendungen und so weiter und so fort. Wie macht er sich beim Schneiden? Und jetzt will ich euch unbedingt noch eine Sache zeigen. Ich will unbedingt noch mal reingucken, wie es aussieht, wie das Kabelmanagement aussieht, wie es überhaupt da drin aussieht. So, wir haben hier eine kleine Schraube, die müssen wir entfernen, wenn wir ins Innere des Desktop-PCs gelangen wollen. Das entfernen wir mal ganz. Das Ding können wir hier oben drauf legen, das ist extra dafür gedacht. Geil. Und dann kann man hier, und dann ist hier ein Eject-Knopf, den muss man drücken. Und dann öffnet sich das Ding einen kleinen Spalt und dann können wir das einfach abziehen. Wow, das sieht echt aufgeräumt aus, Freunde. Das hatte ich auch nicht anders erwartet. Sieht richtig cool aus. Und ihr seht, hier ist schon 2 Grafikkarten. Ich weiß nicht, ob das sehr sinnvoll ist, 2 Grafikkarten in einen PC reinzutun. Ich habe nur gehört, dass 2 Grafikkarten halt nicht so krass bringen, also nicht die doppelte Leistung bringen, sondern nur ein Drittel davon oder sowas. Ich trotzdem sieht das schon geil aus, 2 Grafikkarten hier drinnen zu sehen. Hier sind, da sind die 32 GB Speicher und hier sollte die Wasserkühlung sein. Wir haben hier 2 verschiedenen Kammern. Ist schön aufgeräumt. Also ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, wie mein PC aussah. Da konntest du nicht mal die Hand da reinstecken, ohne dass man die Hälfte der Kabel rausgezogen hat. So, jetzt kommt das Ding wieder drauf. Zack, und schon ist es fest. Wie gesagt, Freunde, im Livestream können wir dann diskutieren, wie sich dieses High-End-Gaming-Rechner so macht. Ich bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Könnt ihr gerne dazu unten in den Kommentaren reinschreiben. Und jetzt, Freunde, kommen wir endlich zum Gewinnspiel. Darauf hat ja alle gewartet. Und ich hole mal ganz kurz die Preise. So, Freunde, da sind sie. Was für eine Überraschung. Wir haben einmal das Omen Headset 800. Boom. Einmal das Mousepad. Boom. Maus 600. Boom. Und natürlich die Omen Keyboard 1100 Tastatur. Das heißt, alle Peripheriegeräte, die ich hier habe, könnt ihr natürlich auch gewinnen. Besser gesagt, 4 Leute von euch können die Teile gewinnen, denn ich werde das verteilen. Das heißt, nicht einer bekommt alles, sondern es bekommen insgesamt 4 Leute was. Ihr könnt gerne mal unten in den Kommentaren reinschreiben, was ihr genau haben wollt. Aber mit Hashtag TutuX in die Kommentare könnt ihr gerne auswählen, was ihr wollt, Freunde. Und ich wünsche euch dabei viel Glück. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Viel Glück. So, Leute, das war das Unboxing und den Mini-Review zu den Omen X Desktop-PC. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Würde mich mega freuen. Auf diese Seite kommen wir zu weiteren lustigen Reviews bei mir am Kanal. Links und rechts, wenn ihr das zumindest auf den vertreten bin. Und direkt damit könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Ich werde jetzt noch das Ganze auf die endgültige Position anbringen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Livestream oder vielleicht im nächsten Video morgen. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.